Im April fand die veranstaltungsfreie Kunstwinkel statt, die vom Verein Junge Bühne St. Pölten unter der Federführung von Hennes Beitl ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen von Kunstwinkel stand der Abend am Freitag, den 13. April im Freiraum ganz im Zeichen von Stimme und Klavier, an dem auch die Singer-Songwriterin Irmi Wieselski mitwirkte. Dem Cityflyer gewährte die von der österreichischen Musikpresse hochgelobte Sängerin und Pianistin Einblicke in ihre Arbeitsweise und gab Auskunft über den Stand ihres neuen Albums. Etzes über die ewigen Vergleiche mit Tori Amos und Norah Jones blieben natürlich auch nicht aus. Ich lege generell Wert auf Ästhetik. Ich denke mal, also jetzt nicht nur als Musikerin, sondern einfach als Mensch. Und ich spiele einfach gern mit Farben und sei das jetzt, was das Outfit angeht. Und also, mir war es auch schon wichtig, wie das Booklet ausschaut. Es muss halt alles rund sein für mich. Also, bin jetzt vielleicht ein kleiner Perfektionist. Mirror, mirror, don't you lose me as you pray. Mirror, mirror, cock a snoot, you stay a chicken crook. Mirror, mirror, can't you see a new more than three? Every time you speak to me, it's to your mirror, not to me. Just because you don't want it doesn't mean no one needs it. You won't feel strong by saying what you don't want. But how is it not to know what you do want? How come you're good with words when it hurts? What's went wrong in life so far that you still think you are the star? Mirror, mirror, don't you look at me as you pray. Mirror, mirror, cook a snack, you see a chicken crack. Mirror, mirror, never see you passing your shit on to me. Every time you speak to me, it's to your mirror, not to me. Jones Vergleich zum Beispiel. Es ist zwar sehr schmeichelhaft natürlich, aber ich denke, das ist ja ganz eine andere Art von Musik. Also Tori Amos ist wohl unausweichlich, weil sie mich natürlich auch sehr geprägt hat in meiner Jugendzeit. Sie war irgendwie so nach Sebastian Bach die erste, die mich einfach auch inspiriert hat, Musik zu machen und Klavier zu spielen. Dennoch habe ich immer sehr versucht, ja, nicht so wie sie zu klingen. Und ich finde, also wenn man meine Musik hört und mit ihrer vergleicht, also die letzten Werke, meiner Meinung nach, ja, weiß nicht, vielleicht nur eher, aber sie geht doch in eine ganz andere Richtung. Also ich glaube, ich habe dann doch mehr Balladen drin und so, und bei ihr rockt das oft ganz viel mehr. Also jetzt halt nicht, sie ist sehr individuell und es ist vielleicht aber einfach heutzutage überhaupt schwierig, als Sängerin und Pianistin Musik zu machen, die nicht mit irgendeinem Album von ihr vergleichbar ist. Von dem, was sie schon gemacht hat, ja, weil sie hat jetzt ein Klassik-Album rausgebracht und dann waren Pop-Sachen dabei, ganz am Anfang war es mehr Alternative und Rock, also ja, Schubladen. Tell me how shall we meet when we ride out of our speed of pain and a light and your sleep at night, but there's no way to change it, so often I think it would kill me soon. Cause I wake up past the noon. Cause my song is the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. I wake up past noon. Cause my song is the moon. Derer, die mich inspiriert haben, tauchen sehr wohl Männer auf. Vergleichen tut man mich halt meistens dann mit Frauen. Johann Sebastian Bach war einfach der Erste, den ich natürlich auch durch einen Klavierunterricht mitbekommen habe. Und das war irgendwie so, was ich... Also ich habe mich schon so verliebt in diese Musik, in diesen Mann, der das geschrieben hat oder so. Das war schon so meine erste große Liebe, glaube ich. Ich fand das sehr schön einfach, und ist es bis heute, und einfach diese klaren Strukturen, die er drin hat. Später dann bin ich auf Philipp Glass gestoßen und Jan Thiersen.
Und die sind für mich halt ganz, ganz große Meister unserer Zeit. Jan Thiessen hatte ja das Glück, schon kennenlernen zu dürfen. Zweimal also Jan Thiessen macht ja heute auch nicht mehr die Musik, die er früher gemacht hat, so mit Klavier und so. Aber das ist einfach so diese Minimalmusik. Also es gibt eigentlich nur das Klavier und es gibt wenige Töne und oft immer die gleichen Töne, aber das geht einfach so unter die Haut. Das ist so, es braucht einfach nicht viel, es braucht nichts Orchestrales rundherum oder so und es wirkt aber trotzdem. The car is driving me home. I'm on my own again. Still drunk on your love, no sleep. Ja, also so dieses absolute Band-Ding hat es nicht gegeben und wird es, glaube ich, auch nicht geben. Also ich trete schon hin und wieder mit Band auf, aber es ist jetzt nicht so ein fixes, starres Ding, das ist meine Band, sondern ich suche mir einfach immer ganz gerne Leute, die einfach halt passen zu mir, die neuen Input reinbringen oder so. Aber im Endeffekt, ja, steht's und fällt's mit mir, das Ding. Wirklich mein erstes Konzert wieder seit dem, seitdem ich jetzt so lang krank war. Also meine Stimme war komplett weg und ich habe jetzt immer nur Probleme. Und ich mag natürlich perfekt dann klingen am Album. Und ja, die Arbeit geht weiter. Also ich habe nächste Woche wieder einen Termin im Studio und ich hoffe doch, dass ich es den Sommer über fertigstellen kann. Und dass wir es dann im Herbst in Händen halten können. Dream never ends. I spread my wings.